Danke, dass du El Barrio geholfen hast. Tios Bodega wurde wohl ausgeraubt. Ich hoffe, ich kann helfen. Raus, Spider-Man. Spider-Man. Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Den Underground kann man ruhig mal beklauen. Da ist mein Eingang. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Auf Transformatoren? Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Seht aus wie ein Elektriker! Schieß weiter, schlag die Dinge durch und mach mal Du musst schneller sein. Leute! Den habt ihr erwischt! Verkauft den Bass an! Sag ihm, Spider-Man ist hier! Ist Tios Bodega ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Wow. Ich bin ja nicht da, oder? Ja, los. Der Boss hat doch gesagt, wir werden nicht erwischt! Oh Mann, dieser Job, es ist echt nicht schwer! Hey, habt ihr was gegen Weihnachtsbeleuchtung oder was? Und willst ihr nicht normale Verbrechen begehen wie... Na, schon gut. Er gehört mir! Jetzt bist du böse! Die Station liefert nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Theos Katze finden. Oh, Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzugsschacht.
komm, Spider-Man. Halt durch. Ja. Spider-Man, warte! Oh. Ich glaube, ich weiß, was Sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, können wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Tür. Alles hängt von ihnen ab. Okay, okay, Konzentration! Achtung! Okay, wer hat Spider-Man hergeführt? Derek? Hier war das Derek. Er gehört mir! Du bist tot! Bleib weg damit! An mir kommst du nicht vorbei! Jetzt aber schnell! Das war aber nicht geplant! Die wurden offenbar angeheuert. Hast du eine Idee? Leistung ist auf Null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay, lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Was geht? Wer ist euer Boss? Kenne ich den vielleicht? Wie gefällt dir mein neues Spielzeug? Runter mit ihm! Im Ernst? Wer hat den Überfall geplant? Du bist tot! Siehst du, wir könnten längst weg sein! Nein! Er gehört mir! Ich muss die Backup-Systeme finden. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Passt auf, Jungs! Jemand will unsere harte Arbeit zunichte machen! Ah ja, klar. Unser Boss hat zu viele Feinde. Ja, aber er macht sie alle fertig. Nicht alle. Dank Spider-Man. Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Muss um den anderen gehen. So viele Feinde habe ich nicht. Noch nicht. Immer optimistisch. Wenigstens besser als Raubkopien zu verticken. Du glaubst doch nicht, dass Spider-Man uns hier Ärger macht, oder? Wie kommst du denn darauf? Weil der Boss ihn hasst. Und ich
glaube, Spider-Man hasst ihn ebenso. Ist doch egal. Wir haben einen Job. Erledigen wir ihn. Mein Magen knurrt. Ich hätte aber mal nicht in der Zahnarzt werden sollen. Wenn wir unseren Anteil haben, kannst du dir den Abschluss noch kaufen. Eine große Nummer und ich bin hier weg. Beste an den Feiertag? Es gibt mehr zu klauen. Irgendwann komme ich noch mal groß raus. Ich habe Ehrgeiz. Ich weiß echt nicht, was die Cops von uns. Wer ist da? Du lässt uns lieber in Ruhe, du Freak! Ach, was soll's. Hauen wir auf den Putz! Jetzt gibt's Fresche, Kleine! Gib's ihm! Jetzt bist du blöd! Nimm das! Bleib stehen! Weiter mit dem Schalter. Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Ein Generator. Na also. Der Generator ist an, aber wohl nicht verbunden. Verbindung steht. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Es werde... Was war das für ein Geräusch? Hey, Kätzchen. Alles okay? Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Weißt du nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Komm her! Dich werde ich mir holen! Ich mach dich platt, Kleiner! Und seine Knochen kann man trotzdem brechen! Wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze, dann lasst ich euch gehen. Deal? Oh nein! Lass die nicht entkommen! Ich mach dich fertig! Im Ernst, sagt mir einfach, wer euer Boss ist. Ich krieg's eh irgendwann raus. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Yeah, zehnmal schlimmer! Ich werde gerade erst warm! Was soll das heißen? Er ist schlimmer. Ich wisch grad den Boden mit euch.
bist erledigt! Jetzt bist du dran. Du bist kein Spider-Man. Schlechter Tag, um sich mit uns anzulegen. Zum Schalter. Jetzt aber wirklich. Verschwinden wir hier, Spider-Man. Hey Mann, Strom läuft wieder. Banküberfall gestoppt. Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht kriegen wir Hinweise, wer die sind. Ich melde mich. Schon gut, Kätzchen. Fast geschafft. Fast geschafft. Bald bist du wieder bei deinem Daddy, Kätzchen. Keine Sorge. Spidey, mein Lieber. Kennst du dich mit Zügen aus? Digga, fall ständig aus. Hey, Theo. Ich hab 'ne Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Oh. Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh ja, hat er. Oh ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Er mag dich. Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann.
Miles, treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Jemand findet sein Auto nicht. Vielleicht wurde es geklaut? Unterbrochen. Treffen wir uns heute? Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Dafür hätte ich schon ein paar Ideen. Weniger schnell, Gottes Willen! Hola, Mijo, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Harlem abgeht. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ich bin dir schwach! Da. Und? Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du
sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen will. Er war ja doch dauernd bei uns. Das soll Alan selbst erklären. Ich bin gleich da! Sorry, Schatz, wir sind noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hallo, Ihr Auto ist weg? Ich komme gerade von einer Doppelschicht. Wollte in mein Auto, aber das ist weg. In 12 Stunden muss ich wieder arbeiten. Ich will nur heim und schlafen. Das bekomme ich hin. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Diese Piep-Piep-Fernbedienung? Ja, die habe ich hier. Klasse. Dann finde ich mal Ihr Auto. Okay. Ich kann das Auto über das Signal des Schlüssels orten. Einem Sunny mitten im Winter das Auto klauen. Das ist schon eiskalt. Buchstäblich und metaphorisch. Nach Ausschlachter aus. Das Auto ist jedenfalls hier. Hier stehen überall verlorene Autos rum. Legen wir flott das Auto vom Krankenhaus. Ich muss mich dringend aufs Ohr hauen. Ja, ich auch, Mann. War eine Doppelschicht heute. Ich bin so müde. Schlaf ist das Wichtigste überhaupt, Mann. Gute Arbeit braucht guten Schlaf. Allerdings. Ah!
Leute, ihr habt einem Sunny nach einer Doppelschicht das Auto geklaut. Das ist echt uncool. Du bist dran. Du bist tot! Mal sehen, ob du kämpfen kannst. Hier klappt das nicht, Kleiner. Das wird Spaß machen. Schlechter Tag, um sich mit uns anzulegen. Du bist nicht der echte Spider-Man. Hab ihn im Visier! Mach dich platt! Seine Knochen kann man trotzdem brechen! Ganz genau! Komm nur her! Jetzt bist du dran! Er gehört mir! Ich will immer noch den Helden spielen! Ich ziele auf Spider-Man! Verzieh dich, Spider-Kid! Lieber in Ruhe, du Freak! Eine gute Zielübung! Das ist dein Ende, Spider-Man! Ich ziele! Diebe erledigt. Jetzt kann ich das Auto mit dem Schlüssel finden. Je nerviger das Hupen wird, desto näher komme ich. Eine schöne Hupe. Wo ist es denn? Einfach dem Geräusch nach. Dem Hupen nach. Ich muss hinhören und dem Hupen folgen. Folge dem Hupen, finde das Auto. Hallöchen, ich hab Ihr Auto. Ich schicke den Standort. Unglaublich! Hey, die Cops sind endlich hier. Vielleicht fahren sie mich ja zu dir. Danke nochmal, Spider-Man. Ich sag allen, wie toll deine App ist. Aber erstmal gehe ich schlafen. Keine Ursache.
Okay, mein Werk hier ist getan. Hey, Dannycast-Fans. Kennt ihr das auch, wenn euch eine Geschichte nicht aus dem Kopf geht? Vielleicht eine Filmszene, eine Überschrift, die ihr auf der Zeitung eines Sitznachbarn lest. Oder der Bericht eines Freundes über ein schlecht gelaufenes Date. Für mich ist diese Story der Underground. Wer sind sie? Was wollen sie? Die Frage ist einfach, scheint aber unmöglich zu beantworten zu sein. Das macht mich wütend. Sie stehlen, verletzen, entführen, belästigen. Sie treffen Unternehmen und Verbrechersyndikate. Sie verfügen über hochmoderne Technologie und hassen jeden. Ich werde weiter recherchieren. Wenn ihr einen Tipp habt, lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, nie den Kaffeesatz in der Spüle verklappen. Das könnte die Leitung verstopfen. Okay, bye. Alter, Abstand! Yeah.
erste Anruf und kommt den Kamin runter. Sie sind live in Just the Facts mit J. Jonah Jameson. Frohe Weihnachten, Jonah. Was halten Sie von den neuen Bauvorhaben von Roxxon in Harlem? Neue Arbeitsplätze oder schlecht für kleine Geschäfte? Freut mich, dass Sie das fragen. Kein Zweifel, die Roxxon Plaza ist amerikanischer Erfindergeist in Bestform. Grüne Energie für die Baumkuschler, bahnbrechende Technologie für die Börse und Jobs für die Anwohner. Wie Sie wissen, hat uns der Teufelsgarten letztes Jahr eine furchtbare Tragödie beschert. Der Wiederaufbau war langwierig, aber Roxxon war da und hat Millionen in eine hochmoderne Einrichtung, in einem Viertel investiert, das, seien wir mal ehrlich, nicht gerade geboomt hat. So wie ich das sehe, ist die Roxxon Plaza ein Weihnachtsgeschenk an die Leute in Harlem und an ganz New York. Klar, die Leute fürchten Veränderungen, aber Veränderungen sind gut. Hören Sie auf J. Jonah Jameson. Jared! Nicht drei Stück Zucker! Nicht ein Stück Zucker! Zwei Stück! Seit 40 Jahren sind es zwei Stück! Tu mir das nie wieder an! Zu Hause, schätze ich. Hey, Taxi! Freundliche Nachbarschaft meldet einen gar nicht so freundlichen Waffendeal. Ich hatte schon immer Angst, dass ein Kran was auf mich fallen lässt. Umfallen wäre ja noch schlimmer. Dafür habe ich schon Pläne.
Hey, Danik, hast das? Viele von euch haben Fragen zu Roxxon. Zum Beispiel, wer sind die? Und warum sind die so ätzend? Ich fasse es kurz für euch zusammen. Simon Krieger übernahm Roxxon nach der Erfindung von Nuform, einem supergeheimen Brennstoff. Er legte den Fokus auf die Stromversorgung und will nun überall in der Stadt Nuform-Reaktoren bauen. Angefangen mit Harlem. Klar soweit? Cool. Hier ist das Problem. Nuform wurde von niemandem überprüft. Weder vom Stadtrat, noch von Regierungsbehörden, Mediziner. Nada. 0,0. Roxxon sagt, Nuform ist ein Betriebsgeheimnis und will es daher nicht untersuchen lassen. Tja, wirklich schade, Kumpel. Man muss wissen, dass es sicher ist, bevor man es sich in seine Glühbirne holt. Weitere Fragen? Dann schreibt mir. Bis nächstes Mal. Denkt dran, mindestens 10 0,2 Liter Gläser Wasser pro Tag. Trinken ist gesund. Spider-Man, okay. Du bist hier. Eurem Kran ist wohl ein bisschen schwindelig. Wie kann ich helfen? Ja, schwindelig. Der Motor ist hin. Und durch das ganze Eis ist das Gleichgewicht gestört. Ja, das sieht echt böse aus. Ich habe den Bereich unterm Kran geräumt. Aber er könnte auf die Straße fallen. Du musst das Eis entfernen, bevor das passiert. Bin dran. Du bist echt schmächtig. Die Eiszapfen sind ja größer als du. Leise rieselt der Schnee. Kiet hat recht. An den Sprüchen muss ich noch arbeiten. Ja, du bist echt schmächtig. Die Eiszapfen sind ja größer als du. Das ist irgendwie befriedigend. Hey, Spider-Man, du siehst doch, wie stark der Kran schwankt, oder? Normalerweise breche ich das Eis nie so leicht. Oh, der war schlecht. Okay. Von wo aus kann ich den Kran stabilisieren? Gut, ich muss ihn einfach nur von der Straße wegziehen. Niemand ist verletzt. Aber wenn ich den Fahrplan richtig im Kopf habe, ich muss sofort die Gleise freiräumen. Ich muss es schnell zerstören.
Hält dich an! Die Gleise sind frei, ich muss hier weg! Tja, den Kran stabilisieren war nur die Spitze des Eisbergs, aber... Okay, genug Eiswortspiele für heute. Hey Mann, schön, dass du die App benutzt. Die Leute... mittlerweile drauf anzuspringen. Überrascht mich kein bisschen.